Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Und ja, wir sitzen schon in einem Auto und machen eine Probefahrt. Und zwar ein Mercedes 220 CDI, ein 212er Typ, Baujahr 2009 mit 125 kW. Und der Kunde sagt, das Auto fährt sich nicht mehr wie ein Mercedes. Daraufhin haben wir den Mercedes-Stern hier vorne abgeklebt. Ja, und dann also ist kein Mercedes drauf gemacht. Machen wir ein Opel-Zeichen auf. Oder ein Audi das hört, man aber schon. Wie laut ein Brummen. Ein Brummen ist es. Boah. Aber richtig. Boah. Nee, das ist wirklich nicht Mercedes-like. Das ist ja ganz, 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 ganz über. Ich beschleunige nochmal. Das ist hauptsächlich beim Beschleunigen, oder? Jetzt ist da. Boah. Ist gar nicht mehr so. Mach mal hier eine Ampel, nimm mal einen Gang raus und gib mal Gas. Ob der das da auch macht. Mm. Wir sind hier jetzt unter Last. Kann keinen Gang rausnehmen, wir sind Automatik. Ach, Scheiße. Mm. Ach, was kann man denn da machen? Oh, jetzt geht's. Jetzt geht's. N wie neutral. Mach mal. Kardanwelle dreht nicht. Aber der Motor gibt seine Vibration irgendwie an die Karosserie ab. Oder er hat so eine starke Unwucht. Boah, aber Motorlager oder Getriebelager? Könnte ich jetzt nicht sagen. Ich mache mal Klimaanlage aus. Ne, ist es nicht. Also Klimaanlage kann auch sein, die machen auch mal gerne Geräusche, die die Kompression, deswegen hat der Jürgen jetzt die Klimaanlage ausgemacht. Aber das ist ja der Hammer. Oh. D wie Dauer. Also kann man im Stand ja schon. Das ist ein schöner Fehler. Weil es ein Fehler ist, den man im Stand schon simulieren kann. Das heißt, Probefahrt wäre jetzt gar nicht mehr so nötig gewesen. Der Kunde sagt, bitte macht mal eine Probefahrt. Ja, weil der Kunde fährt mit dem Auto und stellt dann den Fehler fest. Der steht ja nicht an der Ampel und hält den auf 3000 Umdrehungen fest. Ne? Das ist ihm beim Fahren aufgefallen. Aber. Ist noch ein Gang raus? Oh, guck mal, aber das ist ein Vibrator, ne? Das ist so. Also das Auto kannst du vermieten, ne? Mhm. Ja. Mann. Da zahlen andere Geld für. Stell dir mal vor, du sitzt. Das wird auf jeden Fall rausgeschnitten. Ja, das habe ich mir gedacht. Hast du nur für uns gemacht, ja? Ne? Ja. So, wir vermuten, dass es irgendwie Lager ist. Da hat ja zwei Motorlager, da hat hinten Getriebelager, dass da irgendwas auf Metall liegt oder so. Mal gucken, lässt du bitte mal laufen? Was ist los? Schon eingenickt. Junge, 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 Junge. Ach, nee, 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 nee. Diese Jugend heute. Mach mal! Ja, der hier vorne da! Da ein Lager! An dieser Stelle da! Das ist das Motorlager direkt hier vorne! Aber da ist keine Vibration! Hier auch noch eins! Hier aber Schwingungen. Also gehen wir in Werkzeugschulen. Mal das Getriebe mal hochheben hinten.
Bitte! Guck mal, ob das jetzt weggeht, wenn ich das Getriebe hochhebe. Wenn ich eine Veränderung merke, schrei ich. Was hebst du denn da hoch? Das Getriebe hinten. Ja, immer wenn ich angehoben werde, ist es weg. Warte nochmal. Immer wenn du es anhebst, ist es weg. Okay, gut. Okay, also, es hat sich verändert, wenn wir das hier anheben. Dann nehmen wir ja hier das Getriebe, hinten ist das Getriebelager. Nehmen wir das da aus diesem Bock raus. Das kann man ja sehen, an dieser Stelle. Wir müssen mal gucken, ob wir hier... Ja! Das, was du jetzt gerade gemacht hast, das merke ich schon im Stand. Boah, ich verstehe das nicht. Dass es auf einmal mehr oder weniger wird. Nochmal. Das merke ich schon im Stand, was du gerade gemacht hast. Hast du es im Stand jetzt hochgehoben? Ja. Da wurde es weniger. Die Vibration merke ich jetzt schon. Wird der Schuh direkt ruhiger? Ja. Ja, okay, dann... Ich kann gar nicht so laut schreien. Du musst mal üben. Ich gar nicht gefühlt. Musst du mal üben. Ich brauche nicht. Schreist deine Frau nie an, oder? Selten. Musst du mal üben. Nur die Kinder. So, okay. Da kann man den Riss schön sehen an der Stelle. Ja, das ist da. Dann geht das Ding durch, das fällt richtig runter, das ist auch total weich hier. Und dann gibt es diese unglaubliche Vibration. Was wir mal machen können ist, ich hau da mal ein paar Gummiböcke rein. Da kann man ja auch noch mal sehen. Hast du was gefunden? Ja, warte mal. Junge, ich hau da mal ein paar Gummilager rein. Ja. Paar Auspuffteile rein. Vielleicht, ob das Geräusch dann schon ganz weg ist. Dann sind wir uns 100% sicher. Wenn man sowas so irgendwie so prüfen kann. So, jetzt sind hier so die Gummiböcke drin. Da steht sie mal runter. So. Und jetzt mal gucken, gehen wir mal rum. Und gucken wir mal, ob das Geräusch weg ist. Junge, lass doch mal laufen! Egal, was er jetzt gemacht hat, es ist weg. Ist weg. Was hast du gemacht? Ja. Gummiböcke drunter getan, Auspuffgummis. Genau da an der hinteren Lagerung. Das Hinterlager? Ja. Okay, gut. Geräusch ist weg. Mega Diagnose, ganz klar, muss ein neues Lager rein. Jetzt die Gummiböcke lassen wir jetzt drin, die machen wir nachher raus. Bestellen wir ein neues Lager, fertig, ja. Aus. Aber wie sich das überträgt aufs Auto. Ist das jetzt wirklich ganz ruhig drin? Es ist leise, ja. Absolut. Lass mich das selbst mal hören. Das ist einfach mal so fürs Gefühl. Aber das ist ja heute ganz kurios mit diesen ganzen Lagern, ne? Was die da so einbauen. Ich mach zu. Dann hört man es besser, wenn man drin sitzt. Ich finde, der ist doch was unrund, ne? Ja, aber du hast ja auch jetzt es ist auf jeden Fall leiser. Ja, okay, gut, da würde ich sagen. Mega, schauen wir mal nach was dem nächsten Wagen. Genau. Geht's los. So, und hier haben wir unseren einen Firmenwagen und da haben wir ein Problem mit der Heckklappe. Am Arsch. Zu kalt. Ja. Der ist am Arsch. Ja, der ist am Arsch, genau hier. Die Heckklappe ist wackelig und der Wagen hat hier. Guck mal, hier hat der so eine... Ach, der hat so eine Zuziehhilfe. Die hat der auch hier an der Seite schon, von der Türe hier. Von dem elektrische Türen. Normalerweise muss man die ja mit Riesenschwung zuknallen. Bei dem geht's so. Gesehen? Aha. Nochmal, ich jetzt so zumache.
zieht ihr die Tür zu. Echt schön. Das Coole ist, dass man wirklich nur ganz leicht. So. Und das Problem ist hier, dass es hier nicht macht. Also wenn ich das hier zumache, die Klappe. Nix. Boah, du weißt, wo du arbeiten könntest. Ja. So. Auf jeden Fall ist hier an dieser Stelle das Schloss oder der Schließzapfen. Die Zuziehhilfe. So, und wenn der hier geht, dieser Schließzapfen, guck mal hier. Wenn du da reingehst. Das wäre jetzt hier dieser Schließzapfen. Ne? Wenn das Schloss dann hier reingeht, bapp, dann kriegt er hier über das Schloss ein Signal, dass das zu ist. Dann weiß zieht dieser Mechanismus, ein ran, ne? Zieht dieser Mechanismus ein Stückchen rein und zieht die Tür zu. Und dafür hat er hier, müssen wir mal einen Schaltplan gucken, plus minus dran, was über das Steuergerät läuft. Und hier ist, glaube ich, eine Rückmeldung. Rückmeldekontakt? Ja, ein Rückmeldekontakt. Dass er schon angeschlagen ist. Genau. Schauen wir uns das mal an. Mal schon mal gucken. Fahrzeugschein. Das ist immer das Schöne, wenn man ein anständiges Programm hat. Das ist doch eine schöne Sache, finde ich das. Wo ist denn der Fahrzeugschein? Oh, mal gucken, wo der Fahrzeugschein cool ist. Fahrzeugschein nicht hinter der Sonnenblende, oh je. Was? Ja, ich hatte den vorhin schon mal. Oh nee, das ist auch ein Fahrzeugschein. Steht Holger Peter drauf, aber das ist ein Jaguar. Ah, hier. Hier ist er. So. Holger Peter. Fahrzeug. AVQ. Transporter, da haben wir. So, jetzt müssen wir schauen. Zuziehhilfe ist das, glaube ich. Zuzieh. Mit H. Z-U-H. Zuziehhilfe der Schiebetür und Zuziehhilfe bis August 2009. Zuziehhilfe der Schiebetürklappe ab. Ein komisches Wort, ne? Zuzieh. Ja. Zuziehhilfe. Da sind wir schon. Ach, der Schaltplan schon, wie geil ist das denn? Ui. So, okay. Machen wir den mal groß. Endschalter für F33. Endschalter für Zuziehhilfe. Da. Hier ist der Motor. Dann kriegst du einmal Plus, einmal Minus und das ist die. Das ist der Kontakt. So, und wo ist das ab? Was für eine Sicherung ist das? Abgesichert, das ist das Steuergerät. Steuergerät 605. Da können wir jetzt hier gucken. Guck mal, wo das sitzt. Da können wir hier drauf gehen. So, jetzt können wir hier sehen, wo die ganzen Steuergeräte sitzen. Mal schauen. Steuergeräte, Spurwechsel, Schiebetür. Steuergerät für Heckklappe. 605. An der D-Säule links 16. Da hinten links. Also, okay. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Dann ist also. Oh, da haben wir echt gerade irgendwie so ein kleines Problem im Server. Naja, gut. Ja, wir schmeißen es ja immer wieder raus. Seltsame Nummer. Okay, also das ist klar. Wir haben hinten links, haben wir das Schloss. Wir haben dort. Das Steuergerät. Das Steuergerät. Wir hatten eine Sicherung, die war Sicherung 8 war das. Weil bevor wir jetzt das Steuergerät auseinandernehmen an der Seite, schauen wir erstmal, ob die Sicherung war, habe ich vorhin gesehen. Das war Spannung. Das war die Sicherung 8, genau, ob das Steuergerät überhaupt Spannung bekommt. Und mal eben eine Prüflampe holen, ja. So, dann schauen wir mal. Hier unten hat der. Zwei Sicherungskästen dran. Oh. Soll ich noch was halten? Und hier oben. Halt fest. Ja. Spannung drauf. Beide? Ja. Scheiße. Da liegt Spannung am. Und da liegt auch Spannung an. Okay, die Sicherung ist auf jeden Fall in Ordnung.
Gut. Okay, dann können wir jetzt davon ausgehen, dass die Sicherungen, die das Steuergerät auf jeden Fall eine Spannung hat. Spannungsversorgung hat. Gut, dann würde ich mal schauen. Also, lass uns noch mal gucken, ob wir jetzt in dem Moment, wenn wir schalten hinten, ob der Stellmotor unten ein Signal bekommt. Weißt du, bevor wir jetzt hier die Verkleidung alles rausmachen? Ja. So, theoretisch ist es so, oben gibt es ein Signal auf den Stellmotor und der zieht ja rein. Dann müssten wir ja theoretisch, wenn wir jetzt hier direkt die Spannung messen hier an dem Stellmotor. So, und jetzt hier oben. Oder was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir auf oder haben wir zu? Da kommt zum Beispiel nichts. Also jetzt schon mal. Jetzt schieß mal ab. Also jetzt müssen wir gucken, ob da jetzt ein Signal kommt. Da, ja, kommt. Signal ist da, plus minus ist da. Und zack, aber keine Funktion. Also nochmal, mach nochmal auf. So, jetzt verriegeln wir hier hinten nochmal. So. Zack, Spannung da. So, und jetzt müsste der eigentlich arbeiten. Tut er nicht. So, und das Aufsignal macht er natürlich auch nicht, weil er kann nicht arbeiten. Theoretisch müsste er jetzt reinziehen und dann guckt er über diese Leitung, das haben wir vorhin gesehen in dem Schaltplan, kommt über diese Leitung ein Signal zum Steuergerät. Das sagt ihm dann, dass er den verriegelt hat. Dann lassen wir doch einfach mal Plus, Minus direkt draufgeben. Auf den Motor hier. Startkoffer. Ja, hinten in der Ecke. Ja. Wir geben jetzt mal direkt Plus, Minus da drauf. Ne, was nicht vom Steuergerät kommt, sondern jetzt direkt Plus, Minus drauf. Und gucken mal, ob wir den Motor in Bewegung bekommen. Oder ob es da blitzt oder nicht. So. Plus, Minus. Minus. Ja, halt einfach mal dran. Ich halte so dran. Also jetzt haben wir hier braun-schwarz, das ist Minus, und das ist lila-weiß, das ist Plus, also gesteuertes Plus von dem Heckklappensteuergerät. So, und jetzt gehen wir hier mal drauf. Bock macht er. Der hängt. Jetzt ist er gefahren, hast du gesehen? Ja. Geht denn da so hoch? Sieht eher aus, als wenn der irgendwo nicht richtig fest ist, oder? Nee, jetzt hat er auf jeden Fall gearbeitet. So, pass auf, jetzt ist er jetzt zu. Das machen wir jetzt. Jetzt machen wir hier nochmal wieder auf. Dann müsste er theoretisch jetzt wieder auffahren. Patrick, guck mal da unten. Ich guck jetzt mal. Nein. Nein, macht nichts. Da, jetzt aufgegangen. Jetzt aufgegangen. Was hast du gemacht? Ich habe einfach zugemacht und nochmal aufgemacht. So, pass auf, jetzt gehen wir nochmal hier rein. Aber es sieht so aus, als wenn es am Motor liegen würde. Ne? Ja. Einmal. Zweimal. Ja. Mal schauen, ich mache nochmal zu. Ich mache nochmal da. Ja, okay. Spannung kommt anders, dann arbeitet er nicht. Vielleicht erst mal ausbauen. Mal gucken, ob wir was reparieren können. Also das ist ja so, der so hoch geht, das ist ja komisch, dass er so hochgegangen ist. Ja. Das ist schon mal Werkzeug. Ja. Also so ein neues Heckschloss schätze ich bestimmt 120 Euro. Oder hier sind diese Zuziehhilfe. Klar ist es schon selten, dass er so hochgekippt ist. Und als wenn er sich irgendwie verhängt innen drin. Vielleicht kann man auseinanderschrauben, mal schauen, was da so ist. Das ist Vielzahn, ne? Ist das Imbus oder? Vielzahn. Weil wenn man reparieren kann, ist das immer ganz cool. Mal interessant, wie es innen drin aussieht. Was ist das für eine Größe? Ne, ja, das passt.
passt. Sehr gut. Falls wir da suchen, sind draußen, ja? Bin gespannt, ob er das überhaupt zerlegen kann oder was machen kann. Dann. Das ist nur mit diesen kleinen Klipsen zu, ne? Nee. Ja, hiermit irgendwie zu, ne? Komm, guck mal, ob er das auseinandernehmen kann. Warum ist denn das denn? Ach, guck mal hier. Dann ist das hier auseinander. Drück das hier auseinander, guck mal. Oh, ist das versifft, ändern. Da ist der ganze Dreck mit reingerutscht. Ja, guck mal. Wie arbeitet das? Hier ist das Elektromotörchen, das fährt nur hin und her. Und beim Hin- und Herfahren. Verschiebt er den hier. Guck mal, wie das hier eingerostet ist. Was meinst du, wenn das hier nur dieser Rost ist? Wenn wir das jetzt richtig sauber machen. Auf diesem Schlitten fährt der. Ja, aber guck mal hier, wie das hier eingerostet ist. Weil der, wenn der ja blitzt, dann kriegt er den ja nicht mehr geschoben. Und vermutlich... Wunder, dass er überhaupt noch Zähne drauf hat auf dem Kunststoff da unten. Ja, wegen dem Übersetzungsverhältnis. Pass auf, wir machen den mal sauber und... Weil das ist ja im Prinzip der Mechanismus, der den einfach nur so hin und her fährt. Ja. Aber nicht für 100 Euro, bevor wir den jetzt neu kaufen. Das ist die Wippe, die verursacht, dass wenn die hier wippt, dann schiebt er den hier auf und runter. Pass mal auf, nehmen wir mal. Ja, sauber machen erstmal, Junge. Komm. Bin dabei. Pressluft brauchen wir. Bremsenreiniger. Achtung, guck mal, dein Gesicht hoch. Der Lappen dazu. Achtung, hältst du fest? Na, geh mal besser weg, Junge. Wasser drin. Müsste man vielleicht mal den Wasserabscheider machen. Ja, ich muss unbedingt den Wasserabscheider reinmachen. Vielleicht können wir den rausnehmen und mal drehen. Das kriegst du so nicht bewegt. Doch, wenn ich das rausnehme, ja. Wenn wir den hier rausnehmen. Oh. 2 Meter wieder jemand in Imbusschüssel. Ja. Ich überlege gerade, wenn du den rausnimmst. Wenn ich den Motor rausnehme, dann. Ob du den wieder in der gleichen Stellung einbauen musst. Ja, da vorne ist ja der Schalter drin. Der sagt ihm das ja. Da unten drunter wird der Schalter drin sein, weißt du? Da. Ja, wenn er den Weg gemacht hat, ja. Genau, also ist das. So. Oh ja, jetzt kriegst du aber Spannung hier drauf. Ja, das ist die Feder wahrscheinlich hier hinten, ne? Ja. Tu mal die Hand weg. So. Das geht doch. Ich hatte die Stahlbürste genommen. Ja, den Rost wegmachen. Besser, ja. Hat er vorhin so hochgedrückt, dann ist doch irgendwas passiert. Irgendwas hat sich dann in der Hälfte hier verkantet. Jetzt hängt er wieder, guck mal. Ja, jetzt hängt er wieder. Kannst du ihn mal hochhalten? Nee, da hängt er.
schlufft doch jetzt super. Dann müssen wir von diesem weißen Spezialfett mal, glaube ich, was reinmachen. Warte, ich lasse noch mal ein bisschen was aus. Ja, weg mit dem Gesicht, Jürgen. So, und wenn wir jetzt da... So rum war das wir dran, könnten ne? ja auch mal prüfen, ob der Schalter überhaupt schaltet. Weißt du, dass der... Vielleicht kriegt der deswegen, weil er dann kein Signal kriegt. Ob der Schalter funktioniert, der da drin ist, weißt du? Können wir das nicht da hängt er ausheben? Jetzt hängt er doch. Nee, hängt er nicht. Warte mal. Nein, das kriegen wir nicht ausgehebelt. Das nee. Ist hier gepresst, ne? Wir messen mal den Schalter, ob der funktioniert. Weil das Signal brauche ich ja von dem Schalter, weißt ja, du? Ja, ja. Mal gucken, ob der Schalter schaltet. So, wir müssten eigentlich einmal hier schalten. Tut er nicht? Nein. Nee, eine Richtung. Tut er nicht. Das müsste passieren. Normalerweise müsste ich jetzt einen Durchgang. Da muss ich weiter drehen, Jürgen. Da oben. Tu mal das weg. So, das oben weiter drehen. So, warte mal da. Der müsste ich jetzt ein Signal geben. Tut er nicht. Mal gucken, ich muss erst meinen Widerstandswert auf einen anderen Widerstandswert haben. So haben wir erstmal nichts. Nee. Und so? Auch nichts. Nee, auch nichts. Dann weiß er nicht, weiß er die Position nicht, weil der Schalter ihm nicht sagen kann, du bist jetzt auf oder bist zu. Genau, und dadurch, dass er die Position nicht weiß, so, wie können wir das auseinandernehmen, indem wir das hier... Wenn wir die Feder darüber heben, ja, das nützt ja nicht dann können viel. Wir den hier vielleicht aufmachen. Wir müssen den da hoch machen. Und der aber, muss hoch. Aber dadurch, dass der da verkrippt ist innen drin... Ja, der ist da umgebörtelt. Genau. Dann ist er gleich kaputt. Vielleicht können wir den hier aufmachen. Nee. Nein. Hier, das kriegen wir auch nicht hoch. Ist, ne? Das ist Eisen und das ist... Warte, stopp, wo ist er? Da ist die Feder hier. Okay. Und deswegen hat er sich auch eben so verwunden. Weil er dann weitergedreht hat, mhm. als er durfte. Ja. Dann hat er ihn ja, genau, angehoben. Und dann hat er ihn angehoben, genau, weil der Schalter ihm das Signal nicht gibt. Scheiße, nur wegen so einem blöden Schalter. Ja, vielleicht ist da auch nur irgendwie was. Lass uns doch mal gucken, ob wir das nicht schon mal eben aufkriegen. Wir das ein bisschen aufkloppen. Komm, ein paar Minuten investieren wir noch da rein. Für einen Huni ist doch... Gehen wir so nicht ab. Und wenn ich jetzt hier versuche mit Gewalt, dann bricht es kaputt. Ne? Ja. So, wir müssen aber diesen Hebel weghaben. Ja, was du machen kannst, ist, du kannst das nur aufbohren, ne? Von der Seite mit einem großen Bohrer. Krieg ich dann ist, kriegst du das aber nie mehr zu. Dann kriege ich aber, wenn wir das aufbohren. Doch, halt kriegt ihr doch da drauf, wenn man es zusammenschraubt. Doch, doch. Aber wo drüber denn? Über die Schraube, die ich hier reinsetze, über das Kunststoff. Ja, hast aber keinen. Darüber hält er den fest mit, ne? Über den Rand hier, ne? Mhm. Das ist ungebattelter Stahl. Halt mal fest. Abgebrochen. Ja, bricht er weg, ne? Du musst hier zwischen gehen, weil mhm. dort hebelst du den mit hoch. Mhm. Ja, das könnte noch mal gut gehen. So, jetzt kommen wir aber trotzdem noch nicht weiter, ne?
Nee, der muss auch aufmachen. Ja, ich habe gedacht, vielleicht haben wir verbogen. Könnte man den, das ist doch Stahl, das kriegst du ja nicht verbogen. So, guck mal, den Motor kannst du den mal rausnehmen. Wir hätten ihn zur anderen Seite hebeln sollen. Hast du es einfacher. Einfach kann ja jeder. So, warte mal. Und jetzt kommen wir hier. Wie ist der fest? Ja, das ist alles gepresst. Das ist echt alles erbärmlich. Da kann man überhaupt nichts mehr auseinanderschrauben. Da ist der ganze Rand umgebörtelt von dem. Kriegen wir denn den Mikroschalter nicht so da rausgezogen irgendwie? Das haben wir komplett gebördelt da, ne? Ja. Einmal gepresst und dann. Ach, Scheiße. Der bricht aber jetzt kaputt. Ja, aber war mal interessant zu sehen, wie er von innen aussieht. Schade. Mich wundert, dass man das die ganze Zeit weiter runddrehen kann. Müssen noch Kontakte dran sein oder so. Nupsis, die das. Nupsis ja irgendwie. Kann auch sein, dass die Nupsis von dem Plastik abgebrochen sind. Komm, ich säg's mal eben auf. Ich will's sehen. Er sägt's auf. Kaputt ist es sowieso. Mich interessiert es einfach nur, wie es funktioniert. Den Hund muss man sowieso rausgeben. Was sägst du denn jetzt auf? Was? Was willst du denn aufsägen? So ein Stückchen hier raussägen aus der Kante. Das machen wir jetzt hier erstmal ab. So, dann haben wir Platz. Das ist schon mal ab. So, und dann säge ich jetzt hier eine Ecke raus. Kaputt ist es sowieso. Ich will mal gerne wissen, wie der Schalter da irgendwie funktioniert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Selbst so eine Ecke hält sich da fest. Ah. Da ist der Schalter. Achso, normal ist da so ein kleines Hebelchen dran. Ja. Wahrscheinlich ist das kleine Hebelchen schon vorher weggebrochen. Ja. Jetzt ist es sowieso kaputt. So wie der Schalter jetzt. Das ist im Prinzip der Schalter hier. Ja. So, und da müsste dann eigentlich so ein Hebelchen sein, was dann da an dieser Stelle. Wo ist das, das Stück Plastik? Weggeflogen. Weggeschicht. Ja, aber hier siehst du auch nichts dran. Drück mal auf den Schalter. Ne, der Schalter funktioniert. Schalter arbeitet. Also so, war das Hebelchen schon. Das Hebelchen in der Mechanik da kaputt gebrochen. Warte mal ganz kurz, ich muss noch mal gucken. Ist offen. Oh, das ist im Prinzip der Kontakt. Und die Enden davon sind, ja. Das ist das Stück, was hier fehlt. Und die Enden sind davon, das, wo das dann schaltet. Klick, klick. Ja, hat aber nicht geschaltet. Hat aber nicht mehr. Hat aber nicht mehr geschaltet. Vielleicht sehe ich jetzt beim Auseinanderbauen, dass er dann wieder eine Funktion gekriegt hat. Ja, und dann reibt er und sagt dann, okay, ist auf, okay, ist zu. Ja, ihr Lieben, seht manchmal. Wir wollten ja unbedingt wissen, wie es von innen aussieht. Ja, aber Verstand hat es ja jeder, ne? Wie gesagt, der gibt eine Rückmeldung an das Steuergerät und weiß, okay, jetzt haben wir zugemacht. Und dann die Rückmeldung hat er aufgemacht. Jo, das ist auf jeden Fall Schrott.
Weißt du was? Guck mal, so sitzt er hier drauf. Yogi. Yogi. Ja. Ich bin jetzt hier so reinschraube. Dann habe ich eben keinen mehr, der. Ja, könnte aber zu tief sitzen, ne? Warte mal, was ist denn da? Okay. Ich kaufe jetzt doch ein neues. Auf jeden Fall wissen wir, wie es funktioniert. Ihr Lieben, euch eine gute Zeit. Nochmals dein Hinweis. Bitte keine Süßigkeiten, kein Bier mehr. Wir kriegen das nicht mehr verarbeitet. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Und danke, dass ihr uns so viele tolle Sachen schenkt. Das finden wir immer großartig. Aber für wer zweimal kauft öfters, bitte schickt uns Klamotten. Ist immer super interessant, das auszupacken. Und wie gesagt, Jürgen, Daumen rauf. Ja. Euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. So, kleiner Nachtrag. Schloss ist heute gekommen. Wir haben jetzt einen Tag später. Schauen wir mal, ob es das war. Eigentlich kann es nicht anders gewesen sein. War ja eindeutig, dass der Schalter da nicht reagiert hat. Die Gier kostet 98 Euro plus die Mehrwertsteuer. Ich gerade einen Schnapper. Aber gut. Schauen wir mal, machen wir mal den Test. Hier wird sich oben verriegeln. Boah, zieht an. Guck mal sehen. Jetzt mach ich mal auf. Jetzt mach ich mal zu. Komm auf. Wunderbar. Das sieht gut aus. Und guck mal, jetzt die Tür jetzt verriegelt. Ich will jetzt einfach mal so anlehnen. Tür ist wieder fest. Ob das unbedingt sein muss bei so einem Wagen, weiß ich nicht. Kostet eben alles viel Geld, die ganzen komfortablen Sachen, die man so einbauen kann. Aber gut, funktioniert wieder. Euch eine gute Zeit und jetzt ist wirklich Schluss.